Hier geht es ganz konkret um Wirkschein und Blindleistung bei unterschiedlichen Lasten. Da wir jetzt nicht nur mit einem einfachen R, also einfach Widerstand im einfachen C oder L ankommen wollen, machen wir gleich mal eine Serienschaltung von R und L. Und da schicken wir einen Strom durch mit der Stärke I und lassen eine Spannung abfallen U. Wir arbeiten mit U und I als Effektivwerten, sodass wir hier ohne ein Halb schreiben können, S ist gleich U mal I Stern. Und da natürlich ein Z hier vorlag mit R plus J Omega L, folgt daraus ein Strom mit der Stärke I gleich U durch R plus J Omega L. Und da wir das Konjugatkomplex daran multiplizieren müssen, bekommen wir hier natürlich raus U Betragsquadrat durch R minus J Omega L. Das machen wir noch ein bisschen schöner. U Betragsquadrat R Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat mal R plus J Omega L. Und das können wir auch als Strom ausdrücken. I mal R plus J Omega L. Und das ist natürlich I Quadrat. Andersrum könnte man hier natürlich das noch auf U auflösen und dann hier für das U einsetzen, was dann nicht konjugiert komplex erscheint. Die Wirkleistung P ist in dem Fall U Betragsquadrat durch R Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat mal R. Und die Blindleistung Q ist gleich U Betragsquadrat mal Omega mal L durch R Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. Oder auch hier rausgeschrieben, I Betragsquadrat mal Omega mal L, so wie das hier natürlich I Betragsquadrat mal R war. Und das Ganze ist induktiv, also größer als 0, was man auch sofort aus der Formel sieht. So, das kapazitive Pendant dazu, C, R, Stromstärke I und U, S, U Betragsquadrat mal 1 durch, ich muss nur noch wissen, was Z bzw. Z Stern war, also R minus 1 durch J Omega C, diese Geschichte hier, und das Ganze mache ich noch schöner, weil der Doppelbruch nicht so klasse ist. Damit rutscht ein J Omega C nach oben, und hier haben wir dann minus 1 plus J Omega RC stehen. Das minus 1 kommt eben daraus, weil hier schon ein Minus davor stand, ich mit J Omega C durchmultipliziert habe. Auch das teile ich auf in Real-, Imaginärteilen und so weiter. Dann fällt das Minuszeichen natürlich weg. Und wir haben hier die Geschichte mit dem Konjugatkomplex multipliziert, macht erstmal minus 1 hier, kommt noch ein minus 1 dazu, also haben wir hier Omega Quadrat RC Quadrat. Hui. Und dann wird die minus 1 daran multipliziert, also minus J Omega C. Jo. Wir identifizieren P gleich U Betragsquadrat durch 1 plus Omega Quadrat R Quadrat C Quadrat mal Omega Quadrat R C Quadrat. Sieht ein bisschen unangenehm aus. Können wir kürzer schreiben, I Betragsquadrat mal R, also so wie wir es vorher schon kannten. Wir identifizieren Q gleich minus U Betragsquadrat mal Omega C durch diesen ganzen Nenner da. Und das ist auch minus I Betragsquadrat mal 1 durch Omega C. Und das ist kleiner als 0, weil ja kapazitiv. Okay, wenn wir in Serie schalten können, können wir natürlich auch parallel schalten. So, I, U, R, L. I ist ein bisschen einfacher zu bestimmen, ja, genauso eigentlich. I ist also gleich U mal
1 durch r plus 1 durch j Omega L. So, und wir bekommen daraus dann mit dem Konjugiertkomplexen hier S gleich U-Betragsquadrat mal 1 durch R. So, jetzt plus J durch Omega L. Ich mache das J nach oben, dann kommt da ein Minuszeichen hin, aber mit dem Konjugiertkomplexen, das ich natürlich für das S brauche, wird das hier wieder positiv. Und wir können identifizieren, P ist gleich U-Betragsquadrat durch R und Q ist gleich U-Betragsquadrat durch Omega L, wieder größer als 0. Also wir merken, parallel oder Serie ändert nichts am Vorzeichen der Blindleistung. So, und hier haben wir den Spaß nochmal. S ist U-Betragsquadrat mal 1 durch R minus J Omega C wegen des Konjugiertkomplexen natürlich, und P ist dann gleich U-Betragsquadrat durch R und Q ist gleich minus U-Betragsquadrat Omega mal C, was wiederum kleiner als 0 ist.